Wenn ich mir den Titel anschaue für den nächsten Talk, Datenschutz für Podcasterinnen, dann kommen in mir so Erinnerungen hoch an einen Nachmittag, wo ich im letzten Jahr mit noch zwei anderen Podcastern gemeinsam am Küchentisch saß und wir sehr darum gekämpft haben, irgendwie unsere Podcast-Webseite datenschutzkonform einzurichten. Und wir haben das gemacht und irgendwie der Rest ist so hoffen. Es gibt aber immer mehr Webseiten, wo man liest, wir sind datenschutzkonform, Gütesiegel, so voller Selbstbewusstsein. Und unsere nächste Referentin möchte uns einen kleinen Einblick hinter diese Gütesiegel geben. Sie hat mal gearbeitet im Online-Marketing, musste also so selber mit Sachen arbeiten, die man ins Internet stellt und die vielleicht so aus heutiger Sicht nicht ganz so einfach und selbstbewusst DSGVO-konform bezeichnet werden könnten. Sie wurde dann aktiv im Chaos Computer Club und hat den alten Job gekündigt, eine Weiterbildung gemacht zur Datenschützerin und heute Abend erklärt sie uns was. Herzlich willkommen, Claudia Zotzmann-Koch. Danke dir. Ja, was heißt eigentlich DSGVO-konform? Ich gehe davon aus, alle hier haben natürlich einen DSGVO-konformen Podcast. Ich höre Lachen im Publikum, vielleicht noch nicht. Wir ändern das dann. Ganz kurz vorneweg, ich muss das ja immer dazu sagen, ich habe zwar die Ausbildung gemacht zur Datenschutzbeauftragten, aber ich bin keine Juristin, dies ist keine Rechtsberatung. Ganz kurz zu mir, ich wurde ja gerade schon ganz cool vorgestellt. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht mehr so unglaublich viel dazu zu sagen. Neben Online-Marketing habe ich vor allem halt auch als Projektmanagerin in der Webentwicklung gearbeitet. Das heißt, ich habe relativ viele App-Projekte, Website-Projekte auch mal von der anderen Seite gesehen und kenne mich so ein bisschen aus, wie die halt so umgesetzt wurden. Tja, und jetzt kommen wir zur großen Frage. Aber wieso? Wieso müssen wir uns mit dem ganzen Kram überhaupt beschäftigen? Jo, ich glaube, die ganzen Facebook-Skandale jetzt von 2018 haben das relativ gut gezeigt, dass es da halt noch Verbesserungsbedarf gibt an einigen Stellen. Das muss aber jetzt keine große Plattform sein. Das ist halt nur so ein schönes plakatives Beispiel. Es gibt aber auch viel kleinere Beispiele, wo man eben mal sehen kann, dass es halt solche Sachen wie Betroffenengruppen auch gibt und Betroffenenrechte. Und für uns Podcasterinnen, wen haben wir denn so als Betroffenengruppen? Ruft mal rein, ich wiederhole das dann für den Stream. Bitte? Die Hörer. Die Hörerinnen, ja. Webseitenbesucherinnen, ja. Die Gästinnen. Genau, Gäste, Gästinnen. Menschen, deren Materialien ich für ja, Menschen, deren Materialien für Cover benutzt werden zum Beispiel und wo man jetzt vielleicht nicht im ersten Anlauf drauf kommt, Menschen, die man zum Beispiel nebenbei am Nebentisch mit aufnimmt. Ja, das sind auch Betroffene letztendlich, auch wenn die versehentlich aufgenommen werden, aber wir haben auch deren Stimmen auf Band. Jetzt kann man einerseits sagen, macht ja nichts. Ich habe mich da letztes Jahr drum gekümmert und alle Sachen, die ich benutze, haben so einen schönen Stempel. Wir sind DSGVO-konform. Ist super. Ja, das ist auch eine Herangehensweise. Also wer sagt, das reicht mir und das Häkchen ist total in Ordnung für mich und ich will mich da nicht weiter mit auseinandersetzen. Das ist nach aktueller Rechtslage auch in Ordnung. Aber was heißt denn das eigentlich? Was heißt das für die Tools, für die Software, die wir verwenden, für unsere Webseiten? Und was heißt das ganze Thema eigentlich für uns Podcasterinnen? Warum könnte das für uns Podcasterinnen ganz besonders interessant sein? Wortmeldung? Anyone? Ja, die kommen dann später, aber warum interessiert uns das Thema überhaupt? Okay, ich mach's einfach. Wer kennt das nicht? Das Telefon klingelt, jemand ist dran und du weißt innerhalb von 2 Sekunden, sag mal, geht's dir gut? Wer kennt's nicht? Ich sehe keine Hand, okay. Man kann anhand der Stimme ganz viel über eine Person erfahren, über deren psychischen Zustand, über deren gesundheitlichen Zustand,
ich self-doxe mich mal, ja, ich hatte letztes Jahr übers Jahr hinweg ein Problem mit Asthma und belegter Stimme, so aufgrund von Dingen, die halt durch die Luft fliegen, Pollen, Dinge, was auch immer. Das kann man über die Folgen hinweg sehr gut hören übers Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt rausfinden möchte, was es jetzt eigentlich war, auf das ich reagiert habe, brauche ich eigentlich nur meine eigenen Podcast-Folgen wieder anhören, zu welchem Zeitpunkt vielleicht was gerade geblüht hat oder so. Nachher, es wird ein bisschen eng mit den 30 Minuten. Ich kann kurz zu der Stimme was sagen. Ich bin Asperger-Autist, ich kann Gesichter nicht lesen, ich nehme aus der Stimme alles wahr. Also ich brauche das Gesicht dazu gar nicht. Für den Stream, die Wortmeldung wiederholt, ein Asperger-Autist kann aus der Stimme alles wahrnehmen, wie es einer Person geht oder welche Person das ist und so weiter. Ja, grob. Okay, danke dir. Okay, das können aber nicht nur wir Menschen grundsätzlich. Ja, das können so Amazon, Alexa, Siri von Apple, Google Assistant, also hier Google Alphabet, Bixby von Samsung, Cortana, die machen alle Charakterprofiling aufgrund dessen, wie wir sprechen. Ja, gab es auch im letzten Jahr mehrere Artikel dazu, unter anderem bei Heise. Es gibt nachher mehrere Slides mit Quellen. Und auch ein paar mit weiterführenden Links, die könnt ihr euch dann gerne abfotografieren, wenn ihr möchtet. Gut, abgesehen davon sind Stimmen biometrische Merkmale. Und biometrische Merkmale sind besondere Kategorien personenbezogener Daten, aka sensible Daten. Das heißt, alle von uns, die hier Podcasts machen, arbeiten grundsätzlich mit besonderen Kategorien personenbezogener Daten. Es gibt jetzt vom letzten Monat, war das glaube ich, ein Kurzpapier der Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder hier in Deutschland. Da drin steht, Zitat, gemäß DSGVO ist für die Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten, in Klammern Gesundheitsdaten, genetische und biometrische Daten und so weiter, eine dafür ausdrückliche Einwilligung erforderlich. Konkludente Handlungen sind also ausgeschlossen. Konkludente Handlungen ist so mit, ich halte jetzt dieses Mikro unter die Nase und wenn du da reinredest, weißt du eh schon, dass das veröffentlicht wird und hast mir deine Einwilligung gegeben. DSGVO says no. Ich höre Schweigen. Okay, wer hat jetzt zur Sekunde schon das Bedürfnis, den Podcast einzustellen? Ich sehe noch keine Hand, das ist gut. Es ist gar nicht so schlimm, es sind nur ein paar Sachen, die wir vielleicht beachten sollten. Also, Einwilligung der betroffenen Person heißt, dass man sich die einmal für genau diesen Zweck einsammelt. Rechtsgrundlagen der DSGVO, da gibt es einige für. Warum darf man überhaupt Daten verwenden? Also oder verarbeiten. Entschuldigung, ich gehe jetzt mal. Ich mache mal den langen Weg hier rüber. Das ist cool. Ich hatte noch nie so eine große Leinwand. Dorten. Wir haben 6 Rechtsgrundlagen, weswegen wir überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten dürfen. In der DSGVO selber steht die Einwilligung der betroffenen Person ganz oben, ist aber eigentlich für uns die letzte Möglichkeit, weil sie nämlich einen Rattenschwanz nach sich zieht. Erstens, diese Einwilligung hat freiwillig zu erfolgen, genau für diese Verarbeitung, unter Angabe des Zwecks. Und jetzt kommt der interessante Teil, sie ist jederzeit widerrufbar und die Beweispflicht dafür, diese Einwilligung eingeholt zu haben, die liegt beim Verantwortlichen, also bei uns. So, ja, ausdrückliche Einwilligung. Genau. Das ist relativ einfach umzusetzen, wenn ihr zum Beispiel, das werdet ihr auch gleich noch zweimal hören, ein Speakers Agreement macht oder halt beim Beginn der Aufnahme einmal sagt, übrigens, das wird jetzt gleich alles mit deiner Stimme passieren, mit deinen biometrischen Daten, willigst du dem ein? Dann sagt der Gast oder die Gästin einmal, ja, das passt für mich, Einwilligung ist gegeben,
Ich habe es aufgezeichnet, kann es abheften bzw. abspeichern. Und damit wäre der Teil erledigt. So. Das Problem ist, Menschen können jederzeit einen Widerspruch äußern und sagen, ich habe es mir jetzt anders überlegt. Das ist, wenn man die Leute vorher gut aufklärt, unwahrscheinlich, kann aber passieren. Ja? Jo, was machen wir jetzt? Wie gerade gesagt, es gibt diese sogenannten Informationspflichten. Da würde man eben die Gesprächspartnerinnen vorab vollumfänglich darüber informieren, was mit ihren biometrischen Daten passiert. Und diese Einwilligung dokumentieren, wie ich gerade gesagt habe. Wer macht das schon? Da ist noch Möglichkeit nach oben. Das andere ist... Eine kurze Frage. Geht das für Gäste oder geht das auch für Zustände einer quasi GbR? Also wenn ich mit jemandem zusammen dauerhaft einen Podcast mache, besteht ja nach deutschem Recht eine GbR. Und die Frage ist, ob ich dafür denn auch nur eine Speakers-Agreement brauche. Du kannst es, wenn du mit den Leuten grundsätzlich öfter podcastest, ja, also die Frage war, gilt das nur für Gäste oder für Leute, mit denen ich regelmäßig podcaste? Wenn du mit denen öfter podcastest, kannst du das auch quasi einmal machen für diesen einen Zweck und dazu sagen, okay, wir machen das aber jetzt im Wochentakt oder einmal im Monat oder wie auch immer. Ja. Ist jetzt meine Ansicht, im Zweifelsfall noch einen Juristen fragen. Aber ich würde sagen, einmal mit den Personen für den entsprechenden Zweck sollte reichen. Wir sollten uns außerdem halten an die folgenden schönen Grundsätze, Privacy by Design und Privacy by Default. Ich habe jetzt im letzten Dreivierteljahr ungefähr mehrere Tools und Softwares gesehen, die so üblicherweise im Podcasting-Umfeld verwendet werden. Zum Beispiel... Nehmen wir mal Slack. Slack ist, wird viel verwendet, halt auch in der Vorbereitung von diversen Podcasts. Und Slack erhebt sonstige Informationen. Das da ist übrigens hier die Information, welche Daten von Slack überhaupt erhoben werden. Es gibt da diesen schönen Screenshot. Unter anderem sind sonstige Daten, also Workspace- und Account-Informationen, ist ja mal okay, ja, das ist das eine. Angaben zur Benutzung, also Metadaten, Protokolldaten, Gerätedaten, Standortinformationen, Cookie-Informationen, in Klammern Cookies und ähnliche Technologien, Hinweis, Dienste von Drittanbietern inklusive Login-Daten wie E-Mail oder Benutzername, Kontaktdaten wie zum Beispiel das Adressbuch auslesen in einem Gerät, also die Daten, die ihr von anderen Leuten bei euch gespeichert habt. Slack erhebt außerdem Daten Dritter, das heißt, das sind gegebenenfalls zugekaufte Daten und zusätzlich an Slack übermittelte Informationen wie zum Beispiel Social Media, Wettbewerbe, Bewerbungen bei Slack und so weiter, was sie halt sonst noch so kriegen können. Jo, und was passiert mit diesen sonstigen Informationen? Dienste von Drittanbietern und Partnern. Wir können externe Unternehmen mit der Verarbeitung von sonstigen Informationen beauftragen, zum Beispiel für virtuelle Datenverarbeitung oder Bereitstellung von Speicherservices. Verbundene Unternehmen. Slack kann sonstige Informationen an seine Konzerngesellschaften sowie Mutter- und oder Tochtergesellschaften weitergeben. Und mit Zustimmung, Slack kann sonstige Informationen an Dritte weitergeben, wenn dafür das Einverständnis erteilt wurde. Wer hat eine grobe Ahnung, wo so ein Einverständnis passiert? Das da ist der allererste Screen, den man sieht, wenn man in der Einladungsmail auf den Link klickt. Da ist nichts zwischen. Das ist der das allererste Fenster, was man bekommt. Weiter. Google. Wir haben Google Drive, Google Docs, Google Calc,
Google Kalender, was trägt man in den Kalender ein? Geburtsdaten, Adressen, Telefonnummern anderer Leute. Ja. Kann man alles machen. Wie gesagt, die haben auch ein Häkchen mit, wir machen Privacy Shield oder wir haben das Privacy Shield Abkommen unterzeichnet. Wir sind DSGVO-konform. Der schöne Teil hier ist, wenn Sie Inhalte, das sind jetzt nur die Nutzungsbedingungen, wir sind nur bei Inhalten, wir sind noch nicht bei Metadaten oder Ähnlichem. Wir sind jetzt wirklich konkret bei dem, was ihr reinschreibt, in so ein Google Doc zum Beispiel oder in einen Kalender. Wenn Sie Inhalte in oder über unsere Dienste hochladen, einstellen oder speichern, senden oder empfangen, räumen Sie Google und denen, mit denen wir zusammenarbeiten, das Recht ein, diese Inhalte weltweit zu verwenden, zu hosten, zu speichern, zu vervielfältigen, zu verändern, abgeleitete Werke daraus zu erstellen, einschließlich solche, die aus Übersetzungen, Anpassungen oder anderen Änderungen resultieren, die wir vornehmen, damit Ihre Inhalte besser in unseren Diensten funktionieren. Zu kommunizieren, zu veröffentlichen, öffentlich aufzuführen, öffentlich anzuzeigen und zu verteilen. Das heißt, was auch immer man in ein Google Doc schreibt, darf Google selbst verwenden. Man gibt an Google quasi das Verwendungsrecht ab. Diese Rechtseinräumung bleibt auch dann bestehen, wenn Sie unsere Dienste nicht mehr verwenden. Das heißt, selbst wer jetzt sein Konto schließt, Google darf immer noch die dort eingestellten Inhalte selbst publizieren zum Beispiel, was für wissenschaftliche Arbeiten oder Manuskripte halt eher so eine mittelgute Idee ist. Ja, achten Sie darauf, dass Sie über die notwendigen Rechte verfügen, um uns eine entsprechende Lizenz für alle Inhalte zu erteilen, die Sie in unsere Dienste hochladen. Danke. Genau. Und unsere automatisierten Systeme analysieren Ihre Inhalte einschließlich E-Mails, um Ihnen für Sie relevante Produktinformationen wie personalisierte Suchergebnisse, personalisierte Werbung und Spam- und Malware-Erkennung bereitzustellen. Diese Analyse findet beim Senden, Empfangen und Speichern der Inhalte statt. Hier ist das gerade ein bisschen schlechter zu sehen. Die Google-Datenschutzerklärung ist das da. Und wir befinden uns dort, wo der rote Pfeil hinzeigt. Da ist die Information, dass Google Informationen sammelt aus den Apps, aus dem Browser und aus den verwendeten Geräten, alle Aktivitäten und die Standortdaten. Slack und Google sind jetzt zwei Optionen. Ich stelle jetzt gerade mal die Frage und ich möchte jetzt eigentlich gar keine konkrete Antwort hören, aber die Frage nach, willst du, dass Google diese Sachen alle über dich erhebt? Manche sagen jetzt so, pff, mir doch egal, haben sie schon. Frage ist, willst du, dass Google diese Daten über deine Kinder erhebt? Wenn du damit total einverstanden bist, dass Google diese Auswertung bei deinem 13-jährigen Sohn macht, jo, dann ist DSGVO-konform als Häkchen total okay. Es ist jetzt nur eine Auswahl, das sind random Dienste, die mir halt auch im letzten Jahr untergekommen sind. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hat irgendjemand eine Ahnung, warum ich gerade so US-Dienste nicht so geil finde? Grob? Bitte? Gag Order. Gag Order? Nee, wir sind hier im Bereich Datenübertragung in Drittländer. Ganz banal. Faustregel, dein eigenes, also das Land, wo du wohnst, okay, yay, EU, okay, Non-EU, USA, richtig doof. Grobe Ahnung, warum. Nee, okay. Wir haben dieses Privacy Shield. Hat jemand eine grobe Ahnung, was das Privacy Shield überhaupt heißt? Das EU-US Privacy Shield? Grob, ja? Ganz grob. Oberhof oder Büsche. Ich habe es nicht grob verstanden, aber es ist sehr komplex und kann irgendwie jederzeit gekündigt werden oder so weiter. Also ganz viel komisches Zeug.
Ja, ganz viel komisches Zeug trifft's mal. Das Privacy Shield ist letztendlich nur eine Self-Zertifizierung, eine Selbstzertifizierung des Wirtschaftsministeriums in den USA. Dauert ungefähr eine halbe Stunde, kostet $250 und das jeweilige Unternehmen, das diesem Privacy Shield jetzt unterliegt, das hält sich jetzt an die Regeln des Privacy Shields. Das Privacy Shield hat aber mit der DSGVO halt noch herzlich wenig zu tun. Und die EU-Kommission hat schon im letzten Jahr im Sommer gesagt, dass dieses Privacy Shield keinen angemessenen Datenschutz sichert. Das ist mal das eine. Die Alternative wären sogenannte Standardvertragsklauseln. Die sind aber mittlerweile auch schon auf dem Prüfstand. Und dann haben wir noch den sogenannten Cloud Act. Steht für Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Und also hat bedingt mit der Cloud zu tun, heißt aber letztendlich, dass es geht um den Zugriff auf Daten auf Servern von in den USA ansässigen Firmen, unabhängig von deren Serverstandort. Dort steht, das ganze Gesetz geht to improve law enforcement access to data stored across borders and for other purposes. Das heißt, es geht mal grundsätzlich um Zugriff auf die Daten, die auf den Servern von US-Unternehmen gespeichert sind. Ja, und? Hoppala, dahin wollte ich. Das heißt so viel wie, wir sollten aufpassen, was wir auf Server von US-Unternehmen draufschreiben, weil wir sie quasi, ich will jetzt nicht sagen grundsätzlich freigeben, aber alles, was halt auf den Servern von US-Unternehmen gespeichert ist, kann eben von den Behörden und so weiter eingesehen werden und einfach angefordert werden, und zwar ohne richterlichen Beschluss. Das betrifft uns insofern, als dass Telefonie, wenn wir eine Aufnahme zum Beispiel mit dem Smartphone machen, wird die automatisch mal in diese Google Cloud geladen, in die iCloud und so weiter. Anchor ist auch ein schönes Beispiel. Ich mache das jetzt kurz, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber Anchor hat auch sehr viele Daten, die sie erheben, die sie auswerten. Ja, also das da übrigens rechts ist wieder die Datenschutzerklärung von Anchor. Wir befinden uns dort, das heißt, Sie erheben die entsprechenden Daten. Ich werde nachher die Slides auch im Pre-Talks zur Verfügung stellen. Und die betreffen halt auch Gesprächspartnerinnen, Hörerinnen, Podcasterinnen selber und natürlich auch die Leute, die gegebenenfalls am Nachbartisch mit aufgezeichnet wurden. Das Ganze gilt halt auch für TuneIn und andere Plattformen, wo wir die Podcasts halt hosten oder hochladen. Zum Thema Tracking in Podcasts hatte ich vorab eine Anfrage bekommen. Dieses Remote Audio Data, dafür wird es einen eigenen Talk geben. Ich würde sagen, Tracking in Podcasts, es ist eh nicht wirklich zuverlässig. Wenn man jetzt freundlich zu seinen Hörerinnen und Hörern ist, tut man es auch einfach nicht. Und die Podcatcher-Apps zum Thema App-Tracking, wie gesagt, auch zu dem Thema wird es einen eigenen Talk geben. Die liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich, da können wir nicht viel drin machen, wenn zum Beispiel die Podcatcher-App auch entsprechende Auswertungen vornimmt. Anfragen habe ich vor dem Talk auch bekommen zum Themenbereich Social Media. Wer weiß, dass man für den Datenschutz auf einer Facebook-Seite mitverantwortlich ist? 5 Hände, okay? Wer hat schon eine Datenschutzerklärung auf seiner Facebook-Seite, wenn eine Facebook-Seite besteht? 1 Hand, 1,5. Du solltest fragen, wer keine Facebook-Seite hat und eine verlässt. Wer hat keine Facebook-Seite? Mehr Hände, okay. Es gibt übrigens, wie gesagt, dieses EuGH-Urteil und man ist auch für den Inhalt, wenn Leute halt Kommentare und so weiter posten, ebenfalls mitverantwortlich. Das heißt, so eine Seite muss gepflegt werden. Ich weiß, die Zeit ist sehr knapp. Ich würde aber gerne kurz sagen, ich hatte im letzten oder vorletzten Jahr mir so eine Fortbildung mal geklickt und da stand dann drin, also die war auch relativ teuer, war auch im Bereich Audio und so, und habe dann gesagt, okay,
möchte ich gerne mitmachen und habe bekommen als Information, übrigens, diese Facebook-Gruppe ist dann der Ort, wo man halt entsprechendes Feedback bekommt. Da lädt man dann seine Folgen hoch und seine Informationen und alles und dann können Leute da Feedback geben. Ich habe gefragt den Kursleiter, was macht man denn, wenn man keinen Facebook-Account hat und da nicht mitmachen möchte? Und die Antwort war, du nimmst dir selbst die Möglichkeit, Feedback zu kriegen. Jo. Es ist vielleicht nicht nett, Menschen zu zwingen, an solchen Sachen festzuhalten, wenn man schon einen Facebook-Account hat, oder eben zu überlegen, okay, ich mache vielleicht doch einen. Dazu gehören übrigens auch Instagram und WhatsApp, gehören auch zu Facebook, nur notabene. Flink zum Thema Alternativen. Es heißt ja nicht, dass wir es alles nicht verwenden sollen. Wir sollen es nur bitte informiert verwenden. Wie gesagt, wer damit zufrieden ist, dass da das Häkchen dran ist mit wir sind DSGVO-konform, das ist eine valide Herangehensweise. Man kann aber auch überlegen, ob einem das ethisch genug ist. Themenbereich Terminfindung, Doodle. Es gibt ein Doodle der TU Dresden, das gibt es auch mittlerweile an ein paar anderen Universitäten gehostet. Es gibt nachher ein paar Slides, wo dann halt die Quellen und die Alternativen drauf sind, die ihr euch dann abfotografieren könnt. Und wie gesagt, die Slides kommen auch nachher ins Pre-Talks rein. Zum Themenbereich Slack gibt es das Mattermost. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen bei Podcast-Projekten. Also zum Beispiel die Geschichtenkapsel verwendet ein Mattermost. Es gibt auch andere Podcast-Projekte, die Mattermost zur Terminfindung oder zur Abstimmung und zum allgemeinen Austausch verwenden. Es gibt auch Riot. Riot wurde jetzt gerade von der französischen Regierung flächendeckend ausgerollt. Hat auch so einen Chat-Client für alle Plattformen, mit denen man sich austauschen kann. Also man muss nicht zwingend Slack verwenden oder Google Docs oder was auch immer. Es gibt ein CryptPad oder nicht nur eines, sondern es gibt eine ganze Reihe an CryptPad-Instanzen. Eine ist zum Beispiel beim Chaos Computer Club Wien gehostet. Es gibt aber auch noch andere. Da hat man gleich mehrere Sachen. Man hat ein privates Cloud Storage, man kann mit vielen Menschen zeitgleich am selben Dokument arbeiten, so ähnlich wie Google Docs. Es gibt Umfragen für Terminfindung, die sind nicht ganz so hübsch wie die von dem Doodle an der TU Dresden, aber auch funktional. Es gibt ein Kanban-Board, was man verwenden kann, also so wie so ein Trello-Board. Und jetzt seit der letzten Veröffentlichung gibt es auch Tabellen in einem Beta-Zustand, aber die werden jetzt auch langsam, das ist ganz cool. Eine Nextcloud, die erschlägt gleich mehrere Probleme. Man kann Cloud Storage haben, da kann man auch zum Beispiel, was man sonst mit Dropbox macht, am Telefon automatisch Fotos hochladen und so weiter einstellen, dass es halt immer die Nextcloud nimmt und eben nicht iCloud oder was auch immer, was man sonst so verwendet, Google Drive oder eben die Dropbox. File Transfer, also wenn man halt sonst WeTransfer verwenden würde, da gibt es auch noch ein paar andere mittlerweile, die ganz brauchbar funktionieren. Kollaboration an Sheets kanns, automatische Uploads genau von Mobilgeräten, sagte ich gerade. Es kann ein Kalender, es hat ein Adressbuch, es kann Chat und ein Videochat mittlerweile auch. Das heißt, mit einer Nextcloud würde man einige Probleme erschlagen. StudioLink, kennen glaube ich die meisten hier. Wer hat es nicht in Verwendung? 4 Hände. 4,5. Ja. Na gut, da geht noch was. Post-Production, Auphonic, wer verwendet Auphonic nicht? 2, 3. Ihr mixt selber? Nicken, okay, passt. Da gibt es übrigens, ganz kurzer Hinweis, wenn man jetzt bei Auphonic diese automatischen Transkriptionen verwendet, ja, Transkript oder überhaupt Transkripte macht, wenn die Podcast-Folgen schon veröffentlicht sind, handelt es sich um veröffentlichte Daten und für die greift die DSGVO nicht mehr. Wir sind aber hier in dem Auphonic-Prozess vor der Veröffentlichung. Das heißt, hierfür bräuchte ich eigentlich wieder die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Personen, dass ihr deren biometrische Daten auf US-Services schiebt. Weil jetzt zumindest WitAI, Google, Amazon und
Ich kann es gerade schwer lesen in meinem eigenen. Speechmatics. Speechmatics sind die einzigen, die in UK sitzen. Und UK ist jetzt so mit nächster Woche möglicherweise dann vielleicht doch raus. Und dann wird... In drei Wochen? 12.4. haben wir aufgeschrieben. 12.4. Okay, danke. Ich bin mit meinem Nachrichtenkonsum momentan ein bisschen hinten an hier auf der Subscribe. Ja, Brexit ist auch schwer, Brexit ist ein ganz eigener Talk. An der Bar. Genau. WordPress und Podlove. Kann man selber hosten, hat man selber die Streams in der Hand, alles in der eigenen Kontrolle, muss man keine US-Services verwenden, alles super. Einziges Problem, das wir haben, sind gegebenenfalls WordPress-Themes. Also da sind dann halt gegebenenfalls Google-Fonts drin, Google Analytics kann auch vom Theme-Hersteller eingebaut sein. Sonstige Google APIs oder Tracking-Sachen. Ja, und mit Canvas Fingerprinting und Gravata kommt es ohnehin. Kann man händisch ausbauen, hat das Problem, wenn das nächste Update der Themes kommt, dann ist es ziemlich sicher alles wieder drin und man kann von vorne anfangen. Da braucht man dringend noch eine bessere Lösung. Weil die Frage vorab kam, WordPress-Kommentare sind natürlich okay. WordPress-Kommentarfunktion immer gerne. Gehört halt in die Datenschutzerklärung rein, somit dein Name, deine Mailadresse und der Inhalt deines Kommentars wird gespeichert. Und jetzt bin ich noch nicht ganz am Ende meiner Folien. Ich habe eine Frage in die Runde. Wir haben jetzt direkt eine Pause im Anschluss. Hat jemand was dagegen, wenn ich noch 5 Minuten kriege? Hat jemand jetzt schon die Schnauze voll und möchte gerne seinen Podcast einstellen? Raunen. Okay. Wenn die Bühnenleitung sagt, ich darf noch 5 Minuten, würde ich? Ja? Ich kriege einen Daumen hoch? Okay. Ich beeil mich auch. Wer ist schon im Fediverse? Eine Hand. 2 Hände, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ein paar Leute kennen es schon. Das Fediverse, da gibt es ein föderiertes System von Social Media Plattformen, unter anderem Mastodon, Funkwhale, PeerTube und PixelFed und hat halt jeweils, also Mastodon als Alternative zu Twitter und Facebook, Funkwhale als Alternative zu Soundcloud, PeerTube als Alternative zu YouTube und Vimeo und PixelFed als Instagram-Alternative. Spenden und Danksagungen. Es gibt neben Patreon, gibt es auch europäische Anbieter. Steady sitzt in Berlin und LibraPay, glaube ich, in Frankreich, oder? Ich glaube, es war Frankreich. Ja, ich höre ein Ja. Okay, gut, danke. Kann man sich halt auch mal umschauen. Was wir auch haben, Chats bei Live-Sendungen. Ich weiß, es sind einige hier, die Live-Sendungen machen. Einfach auf die Anbieterauswahl achten, wo die jeweils sind und so weiter. Und last not least, für eure Website braucht ihr eine Datenschutzerklärung. Das da ist jetzt ein Screenshot von meiner oder einer von meinen Seiten, wo ihr über euren eigenen Workflow aufklärt. Das heißt, werdet euch gerade mal über euren eigenen Workflow und über eure Software, die ihr verwendet, überhaupt mal selber klar. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr ein paar Produktionen macht, vielleicht im Zweifelsfall einfach auf einen Zettel mitschreiben, was benutze ich hier überhaupt. Manchmal ist das so mit, man macht das so automatisch gleich nebenbei und kriegt eigentlich gar nicht mit, dass man gerade Sachen auf einen US-Server schiebt. Das passiert. Das ist völlig normal und euch werden auch 3 Wochen später noch Sachen auffallen. Oh, stimmt, das haben wir ja auch noch. Das ist völlig okay. Kein Stress. Es gehört halt dann eben, ja, je nachdem, ob ihr jetzt die Sachen noch austauschen wollt oder nicht, gehört es auf jeden Fall transparent aufgeklärt in der Datenschutzerklärung. Die Gesprächspartnerin, wie gesagt, vollumfänglich darüber informieren, was mit ihren Stimmen, mit ihren biometrischen Daten jetzt passieren wird. Die Einwilligung dokumentieren, also zum Beispiel mit einem Speakers Agreement oder eben per Audio und dann halt entsprechend die Datenschutzerklärung auf der Website. Last not least, schließt Auftragsverarbeitungsverträge mit euren Dienstleistern ab. Das ist mit denen, die hier in Europa sind, relativ einfach. Mit denen, die in den USA sitzen, knifflig. Ja, damit komme ich zum Ende und würde sagen, ich gebe euch jetzt noch die Folien mit Quellen und
Alternativen zum Abfotografieren. Wie gesagt, die Sachen kommen nachher auch alle ins Pre-Talks rein. Ihr nickt einfach, wenn ihr fertig fotografiert habt, dann mache ich weiter. Es sind insgesamt, glaube ich, 4 Folien mit Quellen und Stuff. Vielleicht können wir gerade derweil ganz kurz, hat jemand noch eine Frage? 1 oder 2 Fragen gehen sich vielleicht aus. Kannst du eine Einschätzung geben, was einem blüht und inwieweit das geringer ist, wenn man halt komplett arbeitet, ohne irgendwie Geld dafür zu nehmen? Also das Schöne an der DSGVO ist ja, dass es empfindliche Strafen auch für große Unternehmen geben kann, die denen dann vom Preis her auch mal wehtun. Auf der anderen Seite, wenn ich halt jetzt einen Podcast mache und der ist komplett nicht kommerziell, also ist klar, dass es ungemütlich wird, wenn man mich verklagt, aber wie schlimm ist es denn? Also normalerweise hast du zuerst mal, dass wenn sich jemand beschwert, entweder bei dir oder bei der Datenschutzbehörde, es kann dir auch jemand eine Auskunft schicken, ja, Auskunftsbegehren. Das kann jederzeit passieren. Entschuldigung. Da musst du entweder dieses Auskunftsbegehren beantworten innerhalb eines Monats für den Fall, dass sich jemand bei der Datenschutzbehörde meldet und sagt, hier übrigens, ja, da passt was nicht. Dann würden die sich erstmal bei dir melden, würden sich quasi angucken, was machst du denn überhaupt? Du müsstest ein Verfahrensverzeichnis eben vorlegen können. Das ist die vorhin genannte Liste mit, schreibt mal mit, was ihr eigentlich alles macht und verwendet. Wenn man die dann hinterher ein bisschen hübsch in Tabellenform bringt, dann ist das schon das Verfahrensverzeichnis. Danke. Und das müsstest du halt alles vorzeigen. Das heißt, du hast primär erstmal einen Verwaltungsaufwand. Bezüglich Strafhöhen ist es momentan noch nichts entschieden. Also es gibt halt einfach gerade noch keinen Präzedenzfall. Kann ich jetzt gerade auch schwer was zu sagen. Die Datenschutzbehörden der einzelnen Länder sind momentan ohnehin, glaube ich, recht gut unter Wasser, dass sie zumindest nicht mutwillig auf die Idee kommen, wir gucken uns jetzt mal ein paar Podcaster an. Die Sache mit dem nicht kommerziell ist eine Frage, weil in dem Moment, wo ihr schon einen Spendenlink habt oder eine Amazon-Wunschliste oder ähnliches, kann ausgelegt werden als Gewinnerzielungsabsicht und dann ist es schon nicht mehr nicht kommerziell oder rein privat und dann fällst du halt auch wieder in solche Sachen wie Datenschutzerklärung, Impressumspflicht etc. rein. Macht da noch eins weiter? Ich sehe da hinten noch eine Hand. Ich glaube, wir sind zeitlich jetzt doch ziemlich durch. Ne? Wir sind mit der Zeit durch. Sorry, aber ich bin dann gleich gerne im Foyer noch da und wir können gleich gerne bei einem Getränk noch drüber quatschen. Okay? Passt. Dankeschön. Danke.